Oh, ein großartiger Auftritt, ja. Oh, danke. Ja, mütig, beherzt, stark. Ja, danke, danke. Hm. Und am Ende mit dem verdienten Quäntchen Glück zum Erfolg, ja. Was? Ja, klar. Ich habe bei diesem Casting alles gegeben, ja. Yeah. Wer spricht von dir, hä? Ich meine natürlich Cottbus gegen Hannover, ja. Ach so. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Bundesliga Backstage Studio. Ich bin Mattes und heute schauen wir uns meinen Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar an. Ja. Aus damit, ja. Ach, Ulf. Ich bin Ulf und sorge dafür, dass es hier um Fußball geht und sonst nix. Da, das bin ich. Oh, jetzt guck, Ulf, sie zeigen mein Porträt. Also sehen bedeutet mir unheimlich viel. Ja. Warum lernst du es dann nicht? Wenn wir Loser sehen wollen, dann gucken wir lieber nach Hannover, hä? Und fragen uns, hä, wer ist das nächste Opfer der entfesselten Cottbuser Kampfmaschine? Das bin ich, da. Nein, Ulf, da im Fernsehen. Das bin ich, wie ich auf meinen Auftritt warte. Das ist Energy. Energie ist nur Cottbus, hä? Und das nächste Opfer, hä, sind diese Dortmunder. Dreimal Rangelöff. Und diesen hier Fliegenfänger Waldenfeller, ja, sausen die Bälle um die Ohren. Ja, da kann der Kloppo an der Seitenlinie rumhüpfen wie ein Duracell-Häschen auf Ecstasy, ja? Nützt nicht, die sind dran. Ich bin dran. Jetzt gucken doch. Jetzt machen wir diesen Brolo-Quatsch aus. Oh, nein. Ach, mein großer Auftritt. Ach, Mensch, was... Ich will nur große Auftritte beim Kicken sehen. Hä? Davon hast du doch keine Ahnung. Hä? Dafür umso mehr Dimitar Rangelöff, ja? Der Weltklasse-Stürmer aus der Lausitz. In dieser Woche, ja, da stand ja das Telefon nicht stille. Ein Scheich nach dem anderen wollte den Rangelöff kaufen. Hä? Madrid, Chelsea, Juve. Ja, das ist eben der Preis des Erfolgs. Och, jetzt ist mein Auftritt schon vorbei. Och, Mensch, jetzt hast du es gar nicht gesehen. So kurz war der? Ja, hast wohl nicht gewonnen. Klar, da hab ich den Rekordzettel doch in der Hand. Ja. Du bist in der nächsten Runde? Ja, super, ne? Und ja, jetzt können wir es dann ja auch ausmachen und mal über Fußball reden. Auf einmal ausmachen? Ach, ja, was passiert denn da noch? Nix. Nimm die Finger weg. Ey, Kollege, du hast meinen Rekordzettel. Wie wäre man? Ja. Ja, wie sagt Sepp Herberger, das Casting dauert 3 Minuten und der nächste Kandidat ist immer der bessere. Mathis?